noch nie mehr. Fokus auf die Ziele. Ohne Männer. Yeah. Bilder. Okay, wir haben jetzt das freigeschalten. Das hatten wir ja schon vorher. Dann haben wir das. Okay. Ja, das Bild im Musikzimmer, ganz klar. Dann haben wir noch den Hintergrund mit dem Musikzimmer, müssten wir freigeschalten haben. Genau das hier. Irgendwas? Nee, das ist alles. Gut. Und neue Musik haben wir freigeschalten. Nee, das ist das Horror-Ding von Monika. Nächste Story. Ausgewogenheit, Teil 1. Die gehen rein. So. Und nach den Zwillen ist dann fertig mit Tugi-Tugi-Lippen. Weil ich keine Ahnung, wie ich die anderen zwei freischalte. So, die gehen rein. Natsuki. Oh, neue Musik. Während Natsuki mit der Sortierung ihrer Mangas im Schrank beschäftigt ist, nähert sich Saori von hinten und umarmt sie. Was? Hi. So, bin ich wieder da? Ich muss kurz niesen. Hi. Bei dem Beitrag von Natsuki läuft hier der Literaturclub auf vollen Tuch. Mit ihr hat der Club nun 4 Mitglieder. Sori, Natsuki, Yuri und Monika. Jedes Clubmitglied stand vor einem Tag im Mittelpunkt, um seine Lieblingsliteratur mit den anderen zu teilen. Natsuki war zuerst dran und sprach von ihren Leidenschaft für Mangas. Dann erzählte Yuri von ihrer Liebe für Poesie und wie sie selbst Gedichte schreibt. Monika hat verschiedene literarische Interessensgebiete. Sie beschloss, ihren Tag Kurzgedichte zu widmen. Schließlich gelang es Yuri, ihre Fantasy-Besessenheit zu demonstrieren, mit etwas Hilfe und Ermutigung von Sayori. Nachdem diese Woche den Vorträgen gewidmet war, beschloss Monika, dass die Gruppenmitglieder nun ihre gegenseitigen literarischen Interessen entdecken sollen. Nachdem sie bislang die meiste Zeit im Club mit Yuris Fantasy-Büchern verbracht hat, ist Sayori ganz aufgeregt, ihre Reise in Natsukis Manga-Sammlung zu beginnen. Ich möchte heute mit dir lesen. Sag mir, was ich erwähnen soll. Nun, das hängt ganz davon ab, was dir gefällt. Es gibt schließlich Liebesgeschichten, Dramen, Komödien, Krimis. Ich mag alles, diese Sparten. So greift zufällig das Buch aus dem Regal und inspiziert das Titelbild. Sollte das Mädchen nicht mehr Kleidungsstücke tragen? Du würdest sicher nicht mögen. Wann schreibt Natsuki das Buch aus Saoris Händen und stellt es wieder ins Regal. Diesmal an einer weniger auf augenfälligen Seite der Stelle. Okay. Okay, nun, wenn du wirklich keine bestimmte Vorlieben hast, dann fangen wir doch mit etwas an, das leicht zugänglich ist. Viele von diesen Serien werden erst nach einigen Bändern richtig gut. So viel Hingabe würde ich kaum von jemandem erwarten, der nicht ohnehin schon Manga-Fan ist. Ich würde durchhalten. Das habe ich auch bei Yuris Büchern geschafft. Nun, ich bin der schon rücksichtsvoller. Auch wenn ich mich deine Aufmerksamkeitsspanne beeindruckt, wenn du mir mit ihren Büchern so viel Mühe gibst. Nein, ich habe die Aufmerksamkeitsspanne eines Donuts. Aber ich liebe meine Freunde, würde alles für sie tun. Nun gut, lass uns etwas auswählen, das sogar Donuts lesen können. Ich
überhaupt ja nicht, dass ich ein Donut bin, sondern nur, dass ich eine Aufmerksamkeitsspanne habe. Ach, wolltest du gerade sagen, dass ich süß bin? Du bist ja niedlich. Nein! Wie bist du denn darauf gekommen? Ich nenne mich nicht. Was? Der Donut? Niedlich. Wieso denn? Ich mag es einfach nicht. Ich brauche keinen Grund dazu. Natsu reißt ein Buch aus dem Regal und schließt die Schranktür. Wenn jemand dich bittet, aufzuhören, dann musst du einfach aufhören. Dass die Leute das nicht kapieren. Es tut mir leid. Ich wollte nicht wirklich. Ich wollte dich wirklich nicht verletzen. Nee, entschuldige, das lag nicht an dir. Natsu schüttelt ihren Kopf, während sie einen zweiten Stuhl zu ihrem Tisch zieht. Ich hatte über etwas anderes geredet. Ich wollte nicht urplötzlich wütend werden. Natsu wendet ihren Blick ab und murmelt. Du bist eine nette Person, also habe ich nicht über dich geredet. Ich habe doch eine wertvolle Lektion gelernt. Yuri spricht ebenfalls mit sanfter Stimme danach, nachdem sie sich wegen des unerwarteten Kompliments schüchtern fühlt. Nun, wie denn auch sei. Hier ist das Buch, also fang an. Wann immer dir danach zumute ist. Was dreht es sich? Also es ist wie eine Comedy, aber eine Liebesgeschichte steckt natürlich auch drin. Suri wirft einen Blick auf den Titel, es lautet Liebe ist ein anderes Wort für Glück. Es geht um ein Mädchen, das immer wieder versehentlich denselben Jungs über den Weg. Das immer wieder versehentlich denselben Jungs über den Weg läuft. Und dann findest du heraus, dass. Das solltest du einfach selbst lesen. Aber du musst mir dann sagen, was du davon hältst. Ich kann mir schon denken, mit wem du dich am liebsten einlassen würdest. Es wäre ja echt witzig, wenn ich recht hätte. Einlassen? Ich verstehe nicht. Ah, macht nichts. Darüber müssen wir uns doch keine Sorgen machen. Denk nur daran, mir zu sagen, was du davon hältst. Okay. Dann fange ich mal damit an. Hey, vielleicht können wir morgen auf Gedichte dran nehmen. Was? Klar, ich denke schon. Aber willst du das nicht erst zu Ende lesen? Ja, aber wir können ja beides machen. Es sei denn, du magst Gedichte nicht. Dann wäre das... Dann werde ich dich natürlich nicht dazu zwingen. Nein, es ist nur... Es ist ja auch egal, darüber können wir uns morgen den Kopf zerbrechen. Nachdem das Clubtreffen beendet ist, und Natsuki und Yuri gegangen sind, beginnt Monika ein Gespräch mit der Sayori. Habe ich gesehen, dass Natsuki einige ihrer Mangas mit dir geteilt hat. Ich wäre so gerne besser mit ihr befreundet. Sie ist so begeistert und gefühlvoll. Ich könnte ihr dann den ganzen Tag zuhören. Sie ist so ich bin mir nicht sicher, ob sie gemeint ist, dass ich das ihr gegenüber nicht sagen kann. Oder ob ich es generell nicht sagen kann. Was sagen? Nichts. Ich bin eine Respektsperson. Aber Natsuki ist eine ausgesprochene niedliche Person. Oh, jetzt habe ich es doch gesagt. Haha. Was ist denn so schlimm daran? Keine Ahnung. Aber weißt du, es gibt eine Sache, die mir Sorgen bereitet. Manchmal befürchte ich, dass Natsuki mich nicht sonderlich mag. Ach, das ist doch lächerlich. Wie kommst du denn darauf? Nun, ich meine, es sind nur Kleinigkeiten, etwa, dass sie erst den Hi zu mir sagt, nachdem ich sie zuerst gegrüßt habe. Und es fühlt sich an, als würde sie nur dann gerne mit mir reden, wenn es um Mangas geht. Oder um andere Sachen, die sie mag. Sie wirkt einfach oft so abweisend. Zum Beispiel, als ich über Gedichte sprechen wollte. Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass sie dich nicht mag.
Wahrscheinlich ist die einfach nur schüchtern. Vielleicht. Haha. Mein dummer Kopf bringt mich dazu, mir grundlos Sorgen zu machen. Das tut es gerne. Er tut es gerne. Das ist okay, versuche einfach dich nicht zu sehr zu sorgen. Und alles wird gut werden. Und du kannst jederzeit mit mir über alles reden, das dich bedrückt. Ich bin hier, um zu helfen. Du bist die Beste. Zuri umarmt Monika kurz. Nun, ich werde es weiterhin versuchen, denn ich liebe sie und ich will ihr näher sein. Du machst das schon. Nachdem das nächste Clubtreffen begonnen hat, ist Sayori mal wieder die Letzte, die eintrifft. Als sie in den Raum trottet, sieht sie, wie Natsuki alleine neben dem Schrank sitzt und etwas liest, das wie ein Manga aussieht. Ohne zu zögern, greift sich Sayori einen Stuhl und setzt sich direkt neben Natsuki. Hallo du. Hi. Was hast du denn da? Kann ich es zusammen mit dir lesen? Natsuki schiebt das Buch von Sayori weg. Du kannst doch nicht in der Mitte anfangen. Das sind Spoiler. Und was ist mit dem Buch, das ich dir gestern gegeben habe? Tut mir leid, ich war nur neugierig. Ist ja auch egal, ich habe ewig auf diesen Band gewartet. Und er ist erst gestern erschienen, deshalb. Oh, wie aufregend. Nun, dann lese ich dich mal. Dann lass ich dich mal weiterlesen. Kann ich trotzdem neben dir sitzen? Ja. Sayori lässt sich neben Natsuki auf den Stuhl fallen und holt ein leeres Blatt mehr hervor. Natsuki liest still vor sich hin. In regelmäßigen Abständen raschelt das Papier, wenn sie umblättert. Okay. Von Sayori ist nur ein leichtes Klopfen zu hören, wenn ihr Füller das Papier berührt. Die Zeit vergeht. Sayoris Blatt ist voller Gekritzel. Die Ränder sind mit Strichmenschen gesäumt. Okay. Tief seufzend schließt Natsuki ihr Buch. Hast du ausgelesen? Nein. Aber es ist eine gute Stelle, um aufzuhören. Mich schwirrt der Kopf, ich brauche eine Pause. Natsuki streckt ihre Arme. Bin ich langweilig? Nein, ich habe geschrieben. Oh, ich habe all die Fischmenschen gesehen und mir gedacht, dass dir nur langweilig ist. Ich zeige die Menschen, wenn ich nachdenke oder auf Inspiration warte. Ich habe mich mit ihnen allen angefreundet. Sie hier ist traurig, weil sie den Nachthimmel so schön findet, aber nicht in der Öffentlichkeit zu den Sternen aufblicken kann, ohne dass die anderen sie wie eine Innerin halten. Und der hier hat Probleme mit seinem Rücken, aber die Ärzte können nicht herausfinden, woran es liegt. Haha, was zur Hölle? Du bist hier die Spinnerin. Willst du das Gedicht lesen, an dem ich gearbeitet habe? Ja, warum nicht? Sayori schiebt ihr das Blatt zu Natsuki. Während Natsuki das Gedicht liest, runzelt sie die Stirn. Sie schiebt das Blatt zu Sayori zurück. Fühlst du dich nicht eigentlich nie komisch, wenn du all deine Gedanken und Gefühle so teilst? Ich meine, deine Gedanken sind echt emotional. Ist das schlecht? Aber nein, das war nur eine Feststellung. Ich glaube, dass die Leute nicht näher kommen können, wenn sie Wege finden, ihre Gefühle auszudrücken. Tja, Natsuki beginnt zu protestieren, aber es fällt ihr schwer, ihre Gedanken zu Worten zu formen. Egal.
hängt das nicht mehr davon ab, welche Art von Freunden du hast? Ich weiß nicht. Ich habe jedes Mal noch niemanden getroffen, bei dem ich es mir behagen würde, diese Person eine Geschichte zu zeigen. Das liegt aber nicht an dir. So bin ich einfach. Du schreibst Gedichte? Du hast mir nie gesagt, ich dachte einfach, du schreibst andere Sachen. Ja, das auch, aber du solltest, ich meine, würdest du die jemals jemandem zeigen? Wie gesagt, das mache ich nicht. Aber können wir über etwas anderes reden? Es tut mir leid. Das ist nicht deine Schuld, ich fühle mich einfach nicht wohl dabei. Es ist halt so, wie es ist. Mir tut das trotzdem leid. Ist schon gut. Nun, dann lass uns etwas anderes machen, das uns beiden Freude bereitet. Ich sollte mir wieder das Buch vornehmen, das du mir gegeben hast. Denn ich bin noch nicht weit gekommen. Klar. In den nächsten Tagen geht Sayori zu Beginn jedes Clubraums Clubtreffen mit unerschütterlichem Enthusiasmus auf Natsuki zu. Da ist ja Natsuki. Natsuki? Hey, Natsuki. Monika hat Sayoris Freundschaftsanstrengung verfolgt. Am Ende eines Clubmeetings beginnt sie, ein unverhängliches Gespräch mit Natsuki, die gerade am Zusammenpacken war, ist. Hey, es ist cool, dass du Zeit mit Sayori verbringst. Die war ganz schön aufgeregt, dass sie die Gelegenheit hatte, Mangas mit dir zu lesen. Ja. Ihr macht es doch sicher auch Freude, deine Mangas mit ihr zu teilen, oder? Ja, größtenteils. Natsuki blickt über ihre Schulter, gibt aber keine weitere Antwort. Was denkst du gerade? Nichts. Ich rede nicht hinter dem Rücken von anderen. Oh. Natsuki verstummt doch stand weiter zu packen. Zupft sie nur an sich herum, so als wollte sie mehr sagen. Es ist okay, deine Gefühle zu teilen. Das ist etwas ganz anderes, als hinter dem Rücken von jemandem zu reden. Vielleicht. Ich hasse es nur, wenn Leute hinter meinen Rücken reden, deshalb tue ich das andere nicht an. Monika lächelt strahlend. Ich will wieder den Hieb nehmen. Du bist wirklich rücksichtsvoll. Meine Fresse. Dann wohl danke. Aber so fühlt er sich mich nicht an. Du kannst mir vertrauen. Natsuki bleibt einen Moment lang schweigend stehen. Sie zupft immer noch herum. Manchmal fühle ich mich, als würde ich versinken. Ersticken. Ich bin es nicht gewöhnt, dass sich jemand so auf mich stürzt. Kaum, dass wir uns kennengelernt haben. Es macht ja Spaß, mit ihr herumzuhängen, aber ich habe einfach keine Kontrolle über das Tempo. Ich kann nicht jemanden treffen, um sofort die beste Freundin. Ich kann nicht jemanden treffen und sofort die beste Freundin sein, die alles über sich teilt. So geht das nicht. Manchmal will ich einfach nur chillen. Oh, ich hätte das gar nicht mitgekriegt. Ist schon gut, wie solltest du es auch merken? Ich weiß, aber ich fühle mich deswegen einfach schlecht. Ich kenne Sayori, deshalb hätte ich das bemerken sollen. Monika spürt ein gewisses Schuldgefühl. Schließlich war sie es, die Sayori zu ihrem Verhalten ermutigt hatte. Obwohl sie die Situation nicht kannte, wollte Monika sich ein wenig verantwortlich. Also, obwohl sie nicht die Situation kannte, fühlt sich Monika ein wenig verantwortlich. Willst du, dass ich mit ihr darüber rede? Nein, das wäre mir nicht recht. Nun, ich könnte sie mit einer anderen Clubaktivität ablenken oder so. Auf keinen Fall, das wäre so hinterhältig und gemein.
Tut mir leid, das habe ich nicht richtig durchdacht. Davon abgesehen, nur weil ich jammere, bedeutet das nicht, dass ich jemanden darum bitte, meine Probleme für mich zu lösen. Stimmt. Tut mir leid. Ich glaube, dass du bei mir ein Instinkt, dass ich Probleme zu lösen versuche, aber wenn man mich nicht dazu aufgefordert hat. Ich glaube, dass es bei mir ein Instinkt, dass ich Probleme zu lösen versuche, auch wenn man mich nicht dazu aufgefordert hat. Okay. Ist schon gut. Ich würde ja mit Sayori darüber reden, aber dadurch könnte es komisch zwischen uns werden. Womöglich macht sie sich dann ständig Sorgen, dass sie mir auf ihn aufgeht. Ich weiß nicht, was ich tun soll, damit alles normal bleibt. Nun, ich glaube, dass sie völlig verstehen würde, wenn du all deine Gefühle gut ausdrückst. Sayori liegt viel daran, eine gute Freundin zu sein. Sie wäre sicher glücklich darüber, dass du ihre Freundschaft mit dir verbessern willst. Vielleicht. Ach, es fühlt sich so dumm an, mit jemandem darüber zu reden, wie man befreundet sein will. Das ist einfach schräg und nicht cool. Monika zuckt mit den Schultern. Das ist der Literaturclub. Dann murmelt sie durch ihre unterdrücktes Gelächter. Er ist nicht der cool Club. Hey. Hahaha, es tut mir leid. Das konnte ich mir nicht verkneifen. Schau mal, ich weiß, dass das für dich eine unangenehme Situation ist. Und das ist dir schwer. Dass es dir schwerfällt, deine Gefühle wirklich auszudrücken. Lass mich rein, sonst kommt das mit den Gedichten. Aber du hast mir gezeigt, dass du analytisch denken kannst und zur Selbstreflexion fähig bist, auch wenn es sich so für dich anfühlt. Ich glaube, das ist am wichtigsten, um mit diesen Dingen zurechtzukommen. Deshalb glaube ich, dass du das Richtige tun wirst. Tja, dazu gebe ich das Kompliment instinktiv zurückweisen, aber sie kann keinen Vorwand dafür finden. Danke. Natsuki sucht ihre Sachen zusammen, murmelt, spricht sie ihre Gedanken zu Ende. Und ich bin immer noch froh, in den Club eingetreten zu sein, auch wenn er manchmal ganz schön schräg ist. Monika lächelt, aber Natsuki dreht sich um und geht, ohne eine Antwort abzuwarten. In Natsuki war es eine ungewöhnliche Art, ihre Dankbarkeit auszudrücken, aber Monika wusste, was damit gemeint war. So bekam Monika das Gefühl, dass alles in Ordnung sein würde. Bam. Ausgewogenheit Teil 2. Wir gehen rein. Musik haben wir wieder freigeschalten. Es fehlen noch 2 Tracks. So, Nebengeschichten, Ausgewogenheit 2. Beginnen? Ja. Es ist Mittagszeit. Sayori kauft sich gewöhnlich ihr Mittag. Sie ist wie immer auf dem Weg in die Cafeteria. Dem Lärm und das Toben der anderen Schüler filtert sie weg. Sayori kann in so ziemlich jeder Situation gleichzeitig abschalten. Doch der Anblick eines vertrauten, winkenden Mädchens mit rosa Haaren reißt sie aus ihren Gedanken. Hey, das ist doch Sayori. Sayori, aber sie meint eher Natsuki. Hey, das ist doch Natsuki. In der Schule laufen mit mir sonst nie ein anderer Clubmitglieder über den Weg. Natsuki! Sayori steht auf ihren Zehenspitzen und winkt. Natsuki bemerkt Sayori zunächst nicht. Sie ist mit ihren Freunden unterwegs und redet mit ihnen. Als sie schließlich in seine Richtung blickt, winkt Sayori begeistert. Natsuki
Natsuki folgt ihren Freunden schnell um die Ecke. Hä? Sie hat mich auf jeden Fall gesehen. Monika trifft als erstes auf einem Clubtreffen. Monika trifft als erstes beim Clubtreffen ein. Gefolgt von Natsuki. Sayori hat durch das Fenster gesehen, dass Natsuki bereits drinnen ist. Sie bringt nicht den Mut auf, einzutreten. Natsuki ist mir gegenüber zu distanziert. Wie dumm von mir zu glauben, dass sie mit mir befreundet sein will. Sie war nur begeistert, weil sie jemand ihre Mangas zeigen konnte. Aber ansonsten mag sie mich nicht einmal. Ich sollte heute einfach nach Hause gehen. Entschuldige, aber würdest du vielleicht reinkommen? Nein. Warum? Weil ich schmolle. Oh. Es tut mir leid, dass ich dich dabei gestört habe. Bis dann. Nein, bitte geh nicht. Oh, dann bleibe ich halt nur. Noch. Ich will nicht eintreten, ich habe Angst davor, Natsuki zu nerven. Ich sah sie heute Mittag, also habe ich gewinkt und ihren Namen gerufen, aber statt halt zu sagen, lief sie von mir weg. Ernsthaft? Nicht schlecht. Hey, tut mir echt leid. Entschuldige, das war ein Witz. Es klang nur wie was Dummes, dass ich vor lauter Anspannung tun würde. Entspannung? Ja, ich mag es nicht, wenn ich Aufmerksamkeit errege. Oh, nun, das ergibt bei deiner Persönlichkeit vielleicht Sinn. Aber Natsuki ist überhaupt nicht schüchtern. Ich dachte, wir wären Freunde. Aber es fühlt sich so an, als würde sich jeden Tag versuchen, sich mehr von mir zu distanzieren, statt mit mir näher zu kommen. Vielleicht versuchte sie nur deshalb Zeit mit mir im Club zu verbringen, weil ich Mangas gelesen habe, aber sie will gar nicht mit mir befreundet sein. Nun, ich glaube, dass mir da einiges an Kontakt fehlt. War sie gerade mit etwas beschäftigt, als du auf sie zugegangen bist? Nein, sie ging nur mit ihren Freunden herum. Mit ihren Freunden? Yuri hält für einen kurzen Moment inne. Wie soll ich es sagen? Yuri, hier liegt sehr viel an deinen Freunden, richtig? Du willst immer Zeit mit ihnen verbringen. Natürlich, ich glaube nicht, dass es etwas Wichtiges für mich gibt. Die Zeit mit Freunden zu verbringen ist für mich das Beste an jedem Tag. Außerdem hasse ich es, allein zu sein, also du hast es, alleine zu sein. Yuri nickt. Wir sind sehr unterschiedlich. Ich schätze die Zeit, in der ich alleine bin. Ich würde sie gegen nichts eintauschen wollen. Deshalb glaube ich, nun, wenn ich versuchen würde, allein zu sein und dabei eine Störung droht, dann das würde mich nicht sonderlich glücklich machen. Ja, aber das hat auch nichts mit Natsuki zu tun. Sie war bereits mit ihren Freunden zusammen und versuchte gar nicht alleine zu sein. Nein, ich glaube, es ist ganz ähnlich. Wir sind alle Freundinnen im Club. Aber wir haben auch unser Leben außerhalb des Clubs. Hier ist mal so. Eine Freundschaft schießt man ja nicht jeden Tag. Eine Freundschaft ist eine Einladung, euer Leben miteinander zu verknüpfen. Aber in welchem Ausmaß man das tun möchte, ist von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt Freunde, die einfach zusammen Spaß haben wollen, ohne andere, die jeden Tag miteinander reden und alles Einzelne ihres Lebens teilen. Wenn du eine Freundschaft festigst, ist es wichtig, die Bedürfnisse der anderen Person zu berücksichtigen. Ich meine, wir wissen nicht viel über Natsukis Leben außerhalb des Clubs. Es kann ja sein, dass sie eine gewisse Zeit braucht, um Freundschaften zu schließen. Statt sich Kopf hinüber hineinzustoßen. Aber sollte das, dass ich sie genervt habe,
Ich wollte doch nur, dass wir gute Freunde sind. Deshalb habe ich sie so behandelt. Habe ich sie etwa verletzt? Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Meine Verwundung basiert nur auf dem, was ich von meinen eigenen Bedürfnissen weiß. Und Natsuki und ich sind grundsätzlich verschieden. Also, warum war ich so egoistisch? Aber auch, wenn das alles stimmt, dann bedeutet das immer noch, dass ich sie verletzt habe. Ich glaube, ich habe Mist gemacht. Yuri, als ich mich bei dir angefreundet habe, habe ich wirklich sehr darauf geachtet, deine Bedürfnisse zu verstehen. Aber bei Natsuki habe ich mir keine Gedanken gemacht, weil sie so gesättigt wirkte. Ich versuchte alles zu kontrollieren, statt auf dieses richtige Gleichgewicht zu achten. Jetzt habe ich sie verletzt und sie will nicht mit mir reden. Wie konnte mir das bloß passieren? Sayori? Ich glaube, dass sie sich nun... Du hast mir mal gesagt, wie ich die Dinge in meinem Kopf anders sehe, als sie mir wirklich Wirklichkeit sind. Es ist leicht automatisch, das Schlimmste zu befürchten, aber ich halte es für wahrscheinlicher, dass Natsuki dir nichts nachträgt. Wenn wir also die Situation realistisch betrachten und erwägen, welche Gefühle sich bei jemandem auslösen könnte, ich kann das nicht gut. Tut mir leid. Du bist viel besser als ich, wenn es darum geht, andere Leute zu trösten und beruhigen. Yuri nimmt Yuri plötzlich in den Arm. Ah! Yuri, du bist die Beste. Es tut mir leid, dich damit zu belasten. Du gibst dir so viel Mühe mit mir. Du bist einfach ein Schatz. Du bist ein echter Schatz. Ich will nur... Das ist keine Last. Ich höre gerne anderen zu. Und meine Freunde verdienen es, glücklich zu sein. Yuri strahlt. Nun, ich glaube, ich werde Natsuki etwas mehr Luft geben. Sie sollte das tun, was sie will. Und wenn sie immer noch mit mir Freund sein will, dann werde ich es ihre Bedürfnisse herausfinden und auf ihre Grenzen achten. Ja, ich bin mir sicher, dass das am besten ist. Ich wünschte nur, ich würde mich nicht so furchtbar und so schuldig fühlen. Dadurch fühle ich mich verzweifelt, so als müsste ich jetzt zum Ausgleich versuchen, sie glücklich zu machen. Aber das ist nicht das, was sie braucht. Das muss ich mir ständig sagen. Es tut weh, aber das bedeutet wohl, dass ich in der Hinsicht noch wachsen muss. Ich will wirklich als Person wachsen. Wenn es besser für meine Freunde ist, dann will ich das tun. Will ich das? Das ist eine sehr weise Einstellung, Sayori. Hehe. Ich bin total weise. Sayori wippt auf ihren Zehen auf und ab. Also bedeutet das, dass du immer noch nach Hause gehst? Sayori schüttelt den Kopf. Ich muss hier bleiben, um mir zu zeigen, dass ich ihre Grenzen respektiere. Heute werde ich im Club ganz für mich sein. Yuri nickt verständnisvoll. Du kannst zuerst gehen. Okay. Du blockierst den Eingang. Oh. Yuri tritt zur Seite. Übrigens, bevor Yuri den Clubraum betreten kann, wirft Yuri noch etwas ein. Du hast doch gesagt, dass du und Natsuki völlig unterschiedlich seid. Aber das finde ich nicht. Ich glaube sogar, dass ihr euch in vielerlei Hinsicht sehr ähnelt. Yuri lächelt und schüttelt den Kopf. Bei Yuri, das ist absurd. Du bist manchmal ganz schön albern. Yuri dreht sich weg und geht in den Club. Tritt sich weg. Perfekt. So, Yuri folgt ihr einen Moment später. Beste Leben, ey. Der Clubraum ist still. Als Sayori hereinkommt, wirft Natsuki einen Blick in ihre Richtung. Sayori lächelt und winkt Natsuki kurz zu, bevor sie am anderen Ende des Raumes Platz nimmt. Yuris Gesicht ist bereits in den Buch versunken.
Sayori beschließt, dass sie am besten wohl den Manga weiterliest und holt es heraus. Es sieht aber so aus, als würde Natsuki heute nicht lesen. Vorher liegt ein Blatt Papier, sie tippt mit einem Füller gegen ihren Tisch. Sie tippt mit ihrem Füller gegen ihren Tisch und starrt ihn an. Okay. Oh, schreibt ihr heute? Monika spricht in einer leisen Stimme, um den Frieden des Luftraums nicht zu stören. Sie nickt. Nee, sie kniet sich vor Natsukis Tisch hin. Hey. Natsuki zieht das Blatt zu sich und bedeckt. Natsuki zieht das Blatt zu sich und bedeckt es mit ihrem Armen. Entschuldige, ich wollte nicht darauf gucken. Egal. Ich wollte nur fragen, wie es bei dir läuft. Es läuft gut. Natsuki antwortet wirkend abweisend. Nee, Natsukis Antworten wirken abweisend. Sie schaut zu Sayori hinüber, die auf ihre Manga konzentriert ist. Monika folgt Natsukis Blick. Ich glaube, sie ist wütend auf mich. Wieso das denn? Ich bin gerade beschäftigt, fragt mich später. Monika verstummt. Natsuki richtet den Blick wieder nach unten aufs Blatt. Sie bewegt ihre Hand ein wenig von oben nach, vom oberen Rand weg, damit Monika hinsehen kann. Dort steht an Sayori. Monika lächelt verständnisvoll. Sie legt ihre Hand auf Natsukis Schulter und flüstert sachte: Ich bin stolz auf dich. Natsuki wendet den Blick ab, macht aber keine Anstalt, Monikas Hand zu entfernen. Monika drückt kurz Natsukis Schulter, bevor sie aufsteht und zurückgeht. Das Clubtreffen ist beendet. Yuri hat sich bereits auf den Heimweg gemacht. Auch Monika ist gegangen, nachdem sie Sayori Natsuki daran erinnert hat, nicht so lange zu bleiben. Sayori ist entschlossen, ihre Mangas noch auszulesen, da sie kurz vor dem Ende ist. Da Natsuki aus einem unerfindlichen Grund auch länger bleibt, liegt eine angespannte Stille in der Luft. Nachdem Sayori mit ihrem Band fertig ist, geht sie damit zum Schrank, um ihr wegzupacken. Unter den Büchern von Natsuki stellt sie den Manga ins Regal. Dann steht Natsuki auf und zieht ihn wieder hinaus, um ihn an der richtigen Stelle einzusortieren. Entschuldige, ich wusste nicht, woher er hingehört. Ist schon okay, ist schon gut. Die beiden verstummen wieder und vermeiden jeden Blickkontakt. Beide wirken so, als würden sie etwas sagen wollen, aber niemand gelingt es, die Stille zu unterbrechen. Ein Moment vergeht. Nun, ich muss dann los. Wir sehen uns morgen. Sayori wendet sich ab, um ihre gequälten Gesichtsausdruck zu verbergen, bevor sie sich vom Schrank entfernt. Das war mit Sicherheit der Beweis, dass Natsuki nicht mehr mit ihr befreundet sein wollte. Niedergeschlagen verlässt Sayori den Clubraum. Im Flur holt Sayori tief Luft und klatscht ihre Handflächen auf ihre Wangen, um einen klaren Kopf zu kriegen. Plötzlich hört sie Natsukis stammelnde Stimme von hinten. Natsuki. Überrascht dreht sich Sayori zu Natsuki um. Natsuki zappelt nervös herum und fährt mit zitternder Stimme fort. Ich habe dir eine Menge zu sagen. Ich dir auch. Aber du zuerst. Natsuki beißt sich auf die Unterlippe und kann nicht stillstehen. Nun zu einem. Sie unterbricht sich und hat sicher Schwierigkeiten fortzufahren. Sie stampft mit einem Fuß auf und hüpft auf die Stelle, um die Worte herauszupressen. Es tut mir leid, wie ich mich heute bedacht genommen habe. Und dass ich in letzter Zeit generell ziemlich fies war. Es fällt mir wirklich schwer. Ich meine, ich habe Schwierigkeiten mit Dingen, bei denen ich
mich nicht wohlfühle. Vor allem, wenn es dabei um Gefühle geht, solche Sachen. Also, Natsuki errötet und sagt kein Wort mehr. Statt fortzufahren, streckt sie Sayuri ein Blatt Papier entgegen. Okay, das ist ein Gedicht, das haben wir noch nicht. Der beste Ort der Welt, hat das wahrscheinlich heißen. Ich liebe mein Schlafzimmer. Es ist voller heller Farben und weicher Dinge. Das Sonnenlicht scheint herein und bringt alles zum Glitzern. Es ist der beste Ort der Welt. Er enthält all meine Schätze. Alle meine Bücher, meine Sammlungen, meine Erinnerungen. All meine Träume wurden in diesem Zimmer geboren. Es ist der beste Ort der Welt. Er enthält alle meine Geheimnisse, all meine Schreiben? Nee. Nee. All mein Scheitern, all meine Ängste, meine Ängste, meine Gefühle. Manchmal fühlt er sich so zerbrechlich an, als würde seine Tür bei der geringsten Berührung zerbrechen. Aber es ist immer noch der beste Ort der Welt. Doch wenn jemand anklopft, ängstige ich mich. Okay. Wenn jemand anklopft, ängstige ich mich. Ich stütze die lose Türangel mit meinen Arm. Doch stütze die lose Türangel mit meinen Arm. Bitte zerbrech nicht. Komm nicht herein, ich bin nicht bereit. Es ist mein bester Ort der Welt. Das Klopfen hört nicht auf. Ich blockiere die Tür mit Möbeln. Ein Auge späht durch das Schlüsselloch und ich gerate in Panik. Ich bin am besten Ort der Welt eingesperrt. Ich bin nicht bereit, mein Lieblingsort zu teilen. Ich muss mein Geheimnis reinigen und mein Bett machen, um meine Albträume zu verstecken. Um sie wegzuräumen, muss ich sie anfassen. Muss ich sie wiedersehen. Ich habe so viel zu tun und ängstige mich. Ich bin nicht bereit. Aber es ist immer noch mein Lieblingsort. Ich will ihn immer noch teilen. Wenn du geduldig wartest, wie lange es auch dauern mag, werde ich die Tür letztendlich öffnen und dir den besten Ort der Welt zeigen. Okay. Es ist ein Gedicht. Aber ich dachte, nun, ich habe mich durchgekämpft, um mich wieder mit dir zu versöhnen. Sei also einfach glücklich darüber. Bitte. Sayuris Lächeln kommt von tiefstem Herzen. Ich bin glücklicher, als ich es sagen kann. Ich fühle mich so schrecklich, aber ich bin so glücklich, weil du das für mich getan hast. Vor dem heutigen Clubtreffen wurde mir bewusst, dass ich einen Fehler begangen habe. Ich war so damit beschäftigt, dir näher zu kommen, dass ich gar nicht darüber nachgedacht hatte, was du eigentlich willst. Und dass wir wohl verschiedene Vorstellungen davon haben, wie wir Freundschaften schließen wollen. Also wegen dieser Freundschaftsgeschichte. Ich meine, das ist schon okay. Ich verstehe schon, du musst dich nicht dazu zwingen, darüber zu reden. Dein Gedicht spricht für sich. Also zwing dich nicht, wenn du noch nicht dafür bereit bist, okay?
Natsuhinik, du solltest nicht das Gefühl haben, dass du etwas falsch gemacht hast. Es war meine Schuld und es tut mir leid. Ich war heute nicht so sauer auf dich. In Wahrheit fühlte ich mich echt schuldig und wollte dir deinen Freiraum geben. Ich dachte mir, wie albern es ist, dass ich dauernd auf dich zugehe. Ich sollte besser darauf warten, dass du mich ansprichst, wenn dir danach zumute ist. Einfach, wie es für dich passt, ich werde das ab sofort respektieren. Freundschaften sollten immer damit beginnen. Mit dem richtigen Gleichgewicht. Natsuhinik erneut. Nur eine Sache noch. Nun, ich will auch nicht ständig auf dich zugehen müssen. Ich will auch ein gutes Gleichgewicht, wie du gerade gesagt hast. Natsuhinik. Ich verstehe. Wir werden beide darauf achten. Nun gut. Nach dieser Aussprache fällt es Natsuki leichter, wieder offener zu reden. Ich werde aber nicht ständig alle meine Gedichte mit dir teilen oder so. Aber vielleicht schadet es nicht. Es hier und da mal zu tun. Aber zeige dir nur die besten. Die sollten dir aber besser gefallen, sonst überlege ich es mir vielleicht noch anders. Mir gefällt alles, was du machst, Natsuki. Ich meine ja nur, was aber viel wichtiger ist, ich muss dir von meinem neuen Freund erzählen. Hä? Aus dem Mangas? Warte, lass mich verraten. Wer ist er? Du kommst nie drauf. Die beiden gehen zusammen den Gang entlang. Du meine Güte, die haben zu viel zu reden. Mist, ich hätte dir sagen sollen, mit dem letzten beiden Kapiteln zu warten. Dann hätte ich sehen können, wie du auf die große Enthüllung reagierst. Du wusstest, wie sie zusammen mit dir niesen. Du wolltest sie zusammen mit mir genießen. Das ist ja goldig. Oh, jetzt sei schon ruhig. Hehehe. Bilder. Wir haben das Bild gekriegt. Dann haben wir hier das Gedicht. Dann haben wir das Gedicht gekriegt. Ich hatte alle anderen Gedichte von Natsuki frei. Da fehlt ja quasi noch, wenn das eine Aufgabe ist. Doch hier schaltet alle anderen Gedichte mit sehr Sori frei, alles klar. Dann ist das Thema erledigt an der Stelle. Dann haben wir natürlich das hier. Und das war's an der Stelle. Ja, das war's. Gut. So. Ich bin eine E-Mail. Ethik. Vereinfacht gesagt, ist es nicht unser Job, willkürlich irgendwelche blablabla. So, ich werde es nochmal alle Gedichte, also alle E-Mails werde ich nochmal aufmachen. Ihr könnt die angucken. Also, beziehungsweise ihr könnt das Video stoppen, durchlesen, wie ihr möchtet. Falls ihr Interesse daran habt, die zu lesen halt. Und dann wirst du sagen, ist das Ding durch, ne? Ich weiß ja so nicht, ob es alle E-Mails sind, die es gibt. Das kann ich euch jetzt gerade spontan gar nicht sagen. So, und das haben wir ja schon letztes Mal wieder im Urlaub. Das hatten wir ja schon in einer anderen Episode oder Folge, dass die E-Mail. Ja. Ja, das war's, ne? Gehen noch zwei Tracks. Aber, ja, ist halt so. Hier noch keine weiteren Geschichten freigeschalten wurden. Ja, gut. Dann hat sich der Lachs, würde ich sagen, ne? In dem Sinne beende ich den Part, beziehungsweise das Projekt Tuki Tuki Literaturclub. Meine Fresse, das ging doch jetzt noch länger, als ich mir vorgestellt habe. Und ich habe das Spiel
Einmal durchgespielt. Oh mein Gott. Oh Mann, falls ihr wirklich daran Interesse habt, das komplette Spiel selber zu erleben und zu spielen, dann macht's. Wenn ihr wirklich alles sammeln wollt, dann holt euch einen Guide ran und die ganzen Wörter, die ihr braucht, in die für die jeweiligen Gedichte und alles drum und dran. Und nutzt die Überspringfunktion, wenn ihr es einmal durch habt. Das Ding ist Gold wert. Weil sonst würde es die Funktion nicht geben in diesem Spiel, hätte ich das nicht gemacht mit den Nebengeschichten. Ganz ehrlich nicht. Das wäre es wegen dem Freischalten. Holy shit. Weil sonst müsst ihr die ganze Zeit am Klicken sein. Oder geht auf Automodus und macht irgendwas anderes. Gut. Das soll es gewesen sein mit Tuki Tuki Literaturclub, meine Damen und Herren. Wir sehen uns beim nächsten Projekt sehen. Ich habe schon eine gewisse Vorstellung bzw. eine Idee, was ich gerne machen möchte. Was diesmal nichts mit irgendwelchen Frauen zu tun hat. Na gut, zumindest halbwegs. Also ganz, 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 ganz weit entfernten Sinne. In dem Sinne, wenn ich euch schon gepflegten Morgen, Mittag oder Abend, die ihr das Video schaut. Oder im nächsten Video dabei seid. Und macht irgendwas Sinnvolles. Ihr kleinen dreckigen Racker.